Mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz, denn daraus entspringt alles, was du tust. Das ist ein Spruch aus dem Alten Testament und ich finde ihn sehr treffend. Das letzte Mal waren wir auf dem Teufelsberg, heute sind wir ironischerweise auf der Marienhöhe. Was beide gemeinsam haben, ist, dass sie Schuttberge sind aus dem Zweiten Weltkrieg und sozusagen ein Bild dafür sind für uns selbst. Wir haben eine Oberfläche, in der alles normal aussieht oder schön aussieht, aber unter der Oberfläche passieren ganz viele Dinge. Darauf werden wir heute noch tiefer eingehen, verbunden mit einem Lifehack, der mir sehr weitergeholfen hat. Alles Weitere erfährst du in dem Video. Als ich ein junger Erwachsener war, haben Freunde mir einen Spitznamen gegeben. Der Spitzname war Data, wie der Android aus Star Trek. Und der Grund dafür war, ist, dass sie mich so wahrgenommen haben wie jemanden, der freundlich ist, der sachlich ist, aber dass sie immer Schwierigkeiten hatten zu verstehen, was hinter der Oberfläche passiert, welche Gefühle denn überhaupt da sind. So als wenn mir dieser Emotionschip fehlen würde. Das Herz ist der Ort, wo unsere Emotionen hervorgehen und sich bewegen, wo unsere Gefühle sich bewegen oder auch wo unsere Motivation ihren Sitz hat, aus der Impulse kommen. Darum ist es so wichtig, in Kontakt zu sein mit dem, was in unserem Herzen passiert. Gehirn, physiologisch kann man vereinfacht das Gehirn in drei verschiedene Bereiche einteilen. Es gibt die Amygdala, in der sozusagen gedacht in der Mitte des Gehirns. Es sind mehrere Systeme, die zusammenwirken, wenn wir Gefühle verarbeiten, Emotionen verarbeiten oder Motivationsimpulse gesetzt werden sollen. Darüber gedacht gibt es den Neokortex. Das ist ein Bereich, wo wir Informationen aufnehmen und verarbeiten. Und diese zwei Bereiche spielen zusammen. Es gibt auch noch einen dritten Bereich, der ist so das ganze Gebiet um den Gehirnstamm, im hinteren Teil unseres Gehirns. Dort gehen all diese Dinge, Impulse aus, die wir nicht aktiv bewusst steuern können, wie zum Beispiel unser Herzschlag, ob wir schwitzen oder nicht, die Regulation der Körpertemperatur und ähnliche Dinge. Es ist faszinierend, dass wenn ich fernsehe, und nur ein paar Pixel auf einer Oberfläche bewegt werden, diese Information aufgenommen wird und sich auf meine Emotionen auswirkt. Zum Beispiel, wenn ich eine sehr brutale Szene sehe oder etwas Ähnliches. Und dass ich sogar weiter auswirken kann auf meinen Herzschlag. Obwohl ich doch einfach bloß ein paar Informationen von einem Bildschirm verarbeite und wahrnehme. Lustigerweise funktioniert das Ganze auch genau andersrum. Nämlich, dass wenn ich zum Beispiel einen Impuls habe, dass ich hungrig bin, ganz tief aus dem Gehirnstamm heraus, dass ich das auf meine Emotionen auswirken kann. Und nicht nur das, sondern nachgewiesenerweise sind Menschen, die hungrig sind, wesentlich richtender mit Situationen um sich herum oder Menschen um sich herum. Und darum ist wichtig, da einen Zugang dazu zu haben, was in uns passiert. Ein Freund hat mir dann geholfen, mal so ein paar Grundkategorien von Gefühlen überhaupt wahrzunehmen. Er hat immer gefragt, are you mad, are you sad, are you glad, are you worried? Bist du sauer auf etwas? Bist du traurig? Bist du fröhlich? Oder machst du dir Sorgen? Vor einigen Jahren war ich in der Situation, wo sehr viele Dinge gefühlt auf mich eingeprasselt sind und ich mit einer Reihe von sehr herausfordernden Situationen konfrontiert war. Und ich habe versucht, immer meinen Weg herauszudenken aus diesen Situationen. Aber es war schwierig für mich, wirklich in Kontakt damit zu sein, was tief innen drinnen in mir vorgeht. Und das führte dann dazu, dass ich
wie in so einen Erschöpfungszustand kam, in dem mein Körper sich regelmäßig runterfuhr und abschaltete und ich nur sehr wenig Kraft hatte. Das könnte man beschreiben wie so eine Burnout-Situation. In der Situation war es wichtig für mich zu lernen, noch tiefer zu gehen und mit Hilfe von jemandem noch mehr in Kontakt zu kommen mit dem, was in mir wirklich vorgeht. Auch wenn die Zeit sehr herausfordernd war, bin ich sehr dankbar für diese Zeit, weil ich habe das Gefühl, dass ich da für mich etwas Wertvolles gelernt habe, was ich auf einem anderen Weg nicht hätte lernen können. Etwas, was sehr nützlich war, um mit meinen Gefühlen in Kontakt zu kommen, ist dieser Kreis hier. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, aber er beschreibt so verschiedene Grundgefühle hier am Kern, dann etwas differenzierte hier außen rum und dann noch weiter differenziert andere Gefühle, sodass es nicht nur vier Grundgefühle gibt, die ich lerne zu beschreiben, sondern lerne noch präziser zu sein damit und in Gesprächen sagen zu können, ich mache mir Sorgen, ich fühle mich abgelehnt und befremdet über die und die Situation. Was viel nützlicher ist, als Argumente zu bringen und zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, das sollten wir so oder so machen. Vor allem, wenn es um Beziehungen geht, die mir wichtig sind. Auch in meiner Beziehung zu Gott habe ich gelernt, eben nicht nur zu bitten und zu sagen, bitte mach mal dies, bitte mach mal das für mich oder so, auf der Sachebene zu kommunizieren, sondern Gott zum Ausdruck zu bringen, ich freue mich darüber, dass ich bin fasziniert davon, dass ich fühle mich hilflos darüber, dass und so auf eine Art und Weise ins Gespräch zu kommen und eine Beziehung zu Gott, die eben nicht nur an der Oberfläche stattfindet. So, wenn du willst, kannst du das mal ausdrucken für dich. Ich habe das in der Beschreibung verlinkt. Und mal versuchen, diese Woche ein bisschen mehr in Worte zu fassen, was da unter der Oberfläche vorgeht. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche.